Leute, boah, ich bin so K.O. Boah, ich war lange nicht mehr so K.O., echt. Ich habe bei Lamia die Nacht geschlafen und sie ist schon seit 6 Uhr weg. Also ich habe es nicht mal mitbekommen, dass sie gegangen ist. Entweder war sie mega leise oder ich habe echt wie, keine Ahnung was, geschlafen. Boah, das hat so gut. Ich war ja jetzt wirklich eigentlich fast 48 Stunden wach, habe zwischendrin von 7 bis 9 2 Stunden geschlafen gestern. Aber dann war ich halt auch wieder wach und gejetlaggt und heute Morgen war ich auch um 4 irgendwie schon mal wach und bin ich wieder eingeschlafen. Oh, das war so anstrengend irgendwie, aber ich habe sehr gut gepennt. Ich bin zwar nicht ausgeschlafen, aber egal, wir haben jetzt 9 Uhr, 10 nach 9 und ich warte jetzt eigentlich gerade nur noch auf Sammy. Anna, Kat und Ishtar und Shanti sind, glaube ich, schon unten frühstücken. Und dann gehen wir, wie gesagt, was frühstücken. Und ja, dann geht eigentlich recht schnell unser Flug auch schon. Um 12:30 Uhr oder so von den anderen. Meiner geht um 1 Uhr nach Köln. Und dann geht's nach Hause und dann werde ich echt aufs Wochenende so chillen. Also ich denke mal, heute muss ich noch ein paar Sachen dann zu Hause machen. Aber der Sonntag wird mal so ein richtiger Sonntag, wo ich dich produzieren werde, keine Videos. Ich will einfach nur im Bett liegen und Filme gucken. Und Tobi kommt ja auch so gegen 1 Uhr am Sonntag wieder und dann einfach nur noch einschlafen, aufwachen, einschlafen, aufwachen, Filme gucken, essen, einschlafen, aufwachen. Und natürlich steht Sammy nicht hier. Alles leer. Nur ein Fahrstuhl bewegt sich. habe Hunger. Warum ist der immer so spät dran? Sammy, komm jetzt, ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ja, ich bin noch ziemlich müde. Ich habe gerade kurz mit Tobi telefoniert. Bei dem ist auch alles Roger. Und ja. Dein Arsch. Dein Arsch. Ich weiß, du Arsch. Mach den Arsch, ist das so schlimm? Ja? Das ist so ein scheiß Arsch. Ja, ich sitze hier und du bist einfach so voll. Ich sitze hier auch. Nee, du sitzt hier nicht, du bist voll die Lamme. Bist du jetzt Lamias Limani beim Frühstück? Ja. So wie jemand hat schon auf meiner Zimmernummer gegessen. Mal gucken. So, jetzt geht's frühstücken. Nee, nee, ich tue nur so. Das ist was anderes jetzt hier. Ah ja, Müsli finde ich geil. Ich auch. Das mag ich doch. Das ist doch lecker. Und die Eier, die sind auch klein warm. Na, höher. Damit die sich schon mal aufweichen. So, wir sitzen jetzt gerade im Taxi, sind jetzt auch schon am Flughafen und werden jetzt nach Hause fliegen. Aber er war fliegt kurz. Nach Stuttgart und ich fliege nach Köln. War kurz, aber schön. Ja. Und außerdem sehen wir uns, wenn alles klappt, ganz nächsten bald. Mittwoch. Ja. Kommt Sammy vielleicht zu uns? Ja. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und Ivy und Finn auch. Finn wollte, hat mir nämlich erzählt, er wollte sich auf dein Gesicht setzen. Ja, bitte, solange, genau, solange du ihm nicht wieder Käsepaste gibst, damit du wieder der pupst immer, wenn er Käsepaste kriegt. Aber egal. Das ist mein Baby, kleiner Prinz, der darf das. Der darf jedem ins Gesicht pupsen. Ah. Sogar mir. Ja, und wir werden jetzt halt, wie gesagt, zum Gate gleich gehen. Sammy muss noch, ich wollte gerade Tobi sagen, Sammy muss noch, sie sehen sich doch so ähnlich. Er muss noch den Koffer aufgeben, ich nicht. Was ist eigentlich, wann musst du jetzt fliegen? Um 12 Uhr irgendwas? Ich habe noch irgendwie Zeit, okay. Ja, ich bin jetzt gerade gelandet, Deutschland,
Das Wetter ist nicht so nice. Also in Berlin war ganz cool eigentlich. Aber also heute Morgen zumindest. Aber jetzt ist es wieder so grau und hat geregnet. Joa. Und ich fahre jetzt auf jeden Fall nach Hause. Und dann werde ich erstmal die Kätzchen wieder knuddeln. Boah, es ist irgendwie so, keine Ahnung, man kommt einfach nicht zur Ruhe. Man kommt nicht zur Ruhe. Zumal ich heute eigentlich auch vorhatte, auch wenn ich ein bisschen K.O. bin. Hä? What are you doing? Nimm es. Genau. Ich hatte vor, boah, hört ihr meine Kupplung? Alter. Mein Auto kommt jetzt am Wochenende, also in der Woche zur Werkstatt. Und dann wird erstmal TÜV gemacht, Kupplung, alles Mögliche wird gemacht. Also was soll ich sagen? Genau, ich wollte heute eigentlich mal irgendwie in ein Möbelhaus oder so fahren. Oder in einen Dekoladen, wo ich Kissenbezüge kaufen kann. Keine Ahnung, irgendwie will ich ein bisschen was an der Wohnung verändern, dass es so frühlingshafter aussieht und irgendwie. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Tobi und ich wollten uns ja eigentlich ein neues Sofa kaufen. Wir haben auch schon eins gefunden. Aber das ist teuer. Das ist kein günstiges Sofa. Ich habe mit meinen Eltern gesprochen. Sie meinten, ja, ganz ehrlich, so ein Sofa hat man dann aber auch 10 Jahre. Frage ist nur, will ich es auch 10 Jahre dann haben? Aber es ist ein sehr schönes Sofa und es ist viel größer und es ist sau bequem. Ja, aber jetzt werde ich erstmal mit Kissen anfangen. Ich will heute ein paar Blumen kaufen, ich muss noch richtig einkaufen. Und da habe ich mir überlegt, rufe ich meine Mama mal an und frage mal, was sie heute so macht. Und frage mal, ob sie nicht Lust hätte, mit mir eventuell einkaufen zu gehen. Jetzt was einkaufen. Ich habe jetzt gerade eben Daily MT bearbeitet und muss jetzt auf jeden Fall was einkaufen gehen. Und sure, danach werde ich den Einkauf einräumen und dann treffe ich mich mit Bibi und Julian. Tobias ist ja nicht da, also alleine. Und dann gucken wir mal, entweder gehen wir was essen oder wir gehen ins Kino. Aber keine Ahnung, irgendwas werden wir machen. Ich bin am Schauen, was ich hier jetzt noch so brauche. Ich hab voll Bock auf einen neuen leckeren Tee. Was gibt's denn hier für Tee? Ich hab schon voll Bock auf einen Kirschtee. Ja. Nehmen wir den mal mit. Hä? Gar nichts mehr da. Eiskalt. Einfach nichts mehr da. Ja, ich habe jetzt hier ganz viel, wirklich viel Zeug eingekauft. Er freut sich schon, der denkt sich gerade so, boah, Mama hat bestimmt Essen gekauft. Und ja, das werde ich jetzt alles mal einräumen. Ich bin jetzt ein bisschen spät schon dran, weil eigentlich wollte ich jetzt schon losfahren zu Bibi. Aber naja. Naja. Wir sitzen gerade bei Subway, haben hier uns ein Sub geholt. Ich habe ein halbes, die zwei haben ein ganzes mit sehr viel Zeugs drauf. Ey, das sind nicht... Oh mein Gott, diese Chips sind so geil. Essig, Salz, es ist einfach so... You're kidding! Ich höre, die sind so richtig lecker. Das sind meine Lieblingschips. Nein, Maren, für dich gibt es heute keine Chips. Für dich gibt es heute leider keine.
Warum? Kein Foto. Und mein Akku muss ich aufladen. Immer muss ich den scheiß Akku aufladen. Ja, auf jeden Fall. Wir sind am Überlegen, ins Kino zu gehen, aber Julian sagt uns nicht, ob er Bock auf den Film hat. Doch, doch, willst du auf den Sing- und Tanzfilm gucken? Willst du den Sing- und Tanzfilm gucken? Möchtest du den mit uns gucken? Ja, ich will. Okay. Oh, sehr gut. Das ist voll lieblos. Zubereitet. Sieht aber voll aus. Okay. Auf jeden Fall. Hä, unser Brot ist nicht durchgeschnitten. Sowas. Sowas aber auch. Ja, was mache ich jetzt? Reißen oder haben die gar nicht Besteck? Nein. Messer? Dann geh hin und frag, ob du das durchstechen kann. Deutsch. Ja. Auf jeden Fall werden wir jetzt essen und dann ins Kino gehen. Ich freue mich voll, weil ich habe Bock auf Nachos oder Popcorn. So, ich musste mal jetzt gerade hier ein bisschen Licht anmachen im Auto, damit ihr mich überhaupt sehen könnt. Ja, ich bin jetzt gerade auf dem Nachhauseweg und werde jetzt einfach nur noch mich ins Bett legen und ja, dann schlafen gehen. Und ja, war cool auf jeden Fall heute. Wir haben jetzt schon gleich 3 Uhr nachts. Und es war aber mega cool, wir waren eben noch im Kino, haben, was haben wir denn eben geguckt? Ach ja, Pitch Perfect 2, witzig ohne Ende und hatten voll viel Spaß und ja, jetzt werde ich einfach nur noch schlafen. Und Tobias, der ist auch schon am Schlafen und der kommt ja morgen wieder und ich muss auf jeden Fall morgen noch ein bisschen aufräumen, das mache ich aber alles morgen früh und ja, ich bin auch echt K.O. Ich bin wirklich richtig kaputt. Aber egal. Und ja, dann würde ich sagen, sage ich jetzt schon mal gute Nacht. Und ich hoffe, euch hat der Vlog heute wieder gefallen. Ich habe euch lieb. Und wir sehen uns dann morgen.